So, und damit herzlich willkommen zurück bei Beyond Blue. Ich liebe ja dieses Spiel immer noch. Können wir ja sagen, was ihr wollt. Es ist entspannt, es ist melancholisch, es ist ruhig. Letztes Mal waren wir auf paar tausend Metern Tiefe, haben eine Überreste eines Pottwals gefunden. Und jetzt wollen wir mal gucken, was Irina und André dazu zu sagen haben. So, René, den Captain-Stuhl. We watched the video log from your diary. Truly toxic. I'm furious. Where should we start? So, Bergarbeit. Ich würde sagen, bei dem Whalefall. Wir starten mit dem The whale fall was definitely from the baby's family. The tail fluke was intact enough to scan it. But you are sure it wasn't the mother? It wasn't the mother. The ID matched another whale we know from her family. But it was an older whale, so it could have been from natural causes. Do you think there's any connection to the miners? They did plenty of damage, but I don't think the whale fall was on them. I can't pull out anything from the scan log that might be worth investigating. Already have. Can you turn these into dive objectives? Right. Catch you in a bit. And while I do that, can you pull up the video of that damaged area? The destroyed vent. You couldn't believe how badly the seabed was chewed up. Vents that might have had a fossil record dating back over a billion years. A microbial life that doesn't exist anywhere else on the planet. Who knows what cures will look like. Your drone's a fallen hero, André. I think it spooked miners before they did more damage. If you hadn't been willing to die without a map, we would never have confirmed they were actively mining. Who gets the satisfaction of turning them in? We were debating that before you came on. So, soll Andreas Bescheid sagen, soll Irina Bescheid sagen, oder? Also ich bin dafür, dass wir es gemeinsam tun als Gruppe. Schließlich machen wir dieses Abenteuer auch als Gruppe. So, sammel biologische Proben von Andreas Schule und anderen Tieren beim Atoll, um das Ausmaß der gesundheitlichen Bedrohung einzuschätzen. Okay, ab geht's. 450 Meter Tiefe, ist noch entspannt, ist noch muckelig. So, wieder ab ins Wasser. Day 14. Irina's analysis of the whale fall shows evidence of toxins from a harmful algal bloom. We have to find Andrea and her family and get bio samples. On a positive note, Andrea's side trip was a success. We found an amazing group of teens who have been nurturing the turtle population back to health. Running out of dive time. Especially if I go home early. Ready to dive. So, das lässt schon darauf hinschließen, dass wir so, Scanner wieder an, dass wir kurz vorm Ende sind. When was the last tracking data for the baby or its mother? Days ago. But they could be with the pod right now and just not making any noise. So, wir scannen wieder so viel wie möglich. Ist hier unten immer noch so herrlich, es ist so friedlich einfach. Und der Ozean ist sowieso wunderschön. Aber wem sage ich das? Ich könnte es Jochen dem Rochen erzählen, aber der weiß es, der lebt hier. Genauso wie dieser Jochen. So, da ist noch ein Rochen. So, dann scannen wir doch mal. Wo haben wir die Pottwale? Oh, da hören wir das Klickern. There you go, first waypoint. They'll load automatically from here on in. I have the explorer drones patrolling to get as many eyes and ears looking for the pod as possible. Do I need the buoys? No, we'll use the hydrophones on the drones. Oh, da haben wir noch was. Tracking drones. Teams with tech.
Sounds like you've inspired some citizen scientists, Andre. Das finde ich gut, sagen wir schon mal wenigstens positiv, dass es den Babyschildkröten gut gehen wird. Hallo Schönheit. Ein gesunder Pottwal, das hört man doch gerne. So, jetzt haben wir da hinten noch ein paar Sachen. Okay, ich würde sagen, fangen wir mal mit dem nächsten an. Oh, ein Riesenmuschel. Hübsch. Erinnert irgendwie an Findet Dory, das weiß sie hier. Oder Findet Nemo. I have the lab ready to start work on the samples when you're done with your dive. How quickly will you get results? We can do initial screens quickly to narrow things down. So, haben wir hier unten noch was? Hier sieht nicht so aus. Dann da oben, da sind wieder Delfine. So, ich finde, da haben sich die Wale hier eine echt schöne Walheimat ausgesucht. Haben hier eine gute Wal, haben hier einen guten Wal getroffen. Warte mal, was versucht der denn hier zu scannen? Einen komischen Riesen-Guppi da hinten. Ah, der Walhai, Tatsache. Hey, schönes Ding. Wo ist denn dein Scan-Punkt? Have you decided whether or not you want another dive back at the Brine Pool? With everything going on, I really hadn't had the chance to look at the schedule. I would always say yes to that. Right. I found the underweight orca. If you can easily collect a sample, we might as well speak. Oh. Hey Willy, alles gut? Mit deinem schönen Maui Tribal Tattoo? Oh, du bist ein bisschen unterernährt. Orki. Muss mehr Fressi-Fressi machen. Jetzt nicht unbedingt mich. Aber irgendwas. Das könnte darauf hinweisen, dass die Bergarbeiten die natürlichen Futterquellen der großen Tiere, der großen Meeressäuger, ausmerzen. Das könnte problematisch werden für die. Weil dann müssten diese wandern in einen... So, da müsste es eine Walwanderung geben und das kann halt auch gefährlich werden für die Tiere. So, da hinten ist wieder ein Buckliger. Gucken wir uns den noch einmal an. Hoffentlich ist er gesund. Oh, noch einer. Coole Dinger. I'm near the waypoint and can hear a humpback singing, but I don't see it. I think I'm losing it. It's gotta be close. I feel like it's singing right in my ear. Try a scan visor. That's totally weird. I see a scan dot, but nothing's there. I think the humpback is invisible. Sorry, I'm afraid I'm the invisible whale. I'm definitely losing it.
I thought you just said you're an invisible whale. Well, not me. The humpback. But in the dark, you probably can't see the line. Well, it must be pretty authentic. At least enough to convince your drone. Mirai, have you heard back from Ren yet? Is Ren okay? Rai, are you there? I'm not sure. Pardon? I meant about Ren. I don't know. We had a fight right before I left the sub. Do you want to call her now? I can patch you through. Seriously? Here? Well, I have to watch your video feed for safety, but I can mute your audio track for privacy. Wow, I've never talked to her while I was diving. No, I'll wait for the sub. Ja, wir haben ja immer noch die Sachen mit unserer Schwester und unserer Nana. Nana, die ein bisschen an Demenz leidet. Wir kennen ja die Story. Viele Storys, sehr viele Storys, die hier zusammenlaufen. Echt interessant für so ein kleines Unterwassertauchspiel. Auch da ist der Dicke. Hey, Großer. Lass mich dich nur kurz scannen. Na komm. Okay, Mariah, you're on. The drone on the outer patrol just picked up several sperm whales on visual. Thanks. No sound alerts at all. They're being awfully quiet. Okay, wir haben wieder ein paar Pottwale. Dann wollen wir uns doch direkt mal anschauen. Oh, sie schlafen. Das ist so richtig cool. Pottwale schlafen nämlich wirklich so. Geringe Menge an Giftstoff gefunden. Unangenehm. Einen übersehen? Ja, den da hinten. Jedenfalls geringe Menge an Giftstoff. Oh, wacht ihr auf? Ja, sie wachen auf. Weiß ich, bin freut, kein Futter. So, da haben wir diesen Tauchgang wieder geschafft. Dann würde ich sagen, wir machen auch hier mit der Pause erstmal Schluss und gehen dann beim nächsten Mal rein, wenn es zum Feedback-Gespräch geht und in den nächsten Tauchgang. Bis dahin auch wieder, ciao.